rüber. Ah, da hinten. Man muss jetzt Shortcut nutzen. Oh ja. Heftig, wie die Alte abgeht. Stahlhelm? Okay, Stahlhelm. Ach Gott, Kinders, da ist doch eine Brücke. Braucht man sich ja nicht so umständlich machen, ne? Dann direkt schon, ja, das ist Windhelm direkt, ja, geil. Stimmt, das war hier direkt dran. Aber diese Drecken, die Drecken da hinten auf. Den muss ich ja aber gerade nochmal in die Ausrüstung gehen. Waffen. Eisenpfeil, alter Nordpfeil, Stahlpfeil. Gut, dann nehmen wir mal die auf Favo. Und der kaiserliche Bogen 10. Gibt es damit auch in der engeren Auswahl. Jetzt hier? Nee. Da hoch und dann rechts. Genau. Speicher. Bams wieder im Schneegebiet. Nein, da solltet ihr nicht hochgehen. Ein Drache. Er greift an. Er ist über die Stadt. Ich weiß nicht, was er dort oben macht, aber ich werde auch nicht darauf warten, es herauszufinden. Wir kommen vielleicht zu spät. Okay. Boom. Schleifstein benutzen, gute Idee. Also da. Achso, jetzt am Ende so hoch. Ja. Okay. Na gut, na gut. Ui, was ist denn hier noch? Malachit. Da muss auch noch rein, ne? Halloween.
Erstmal, och, erstmal die ganzen Stahlpfeile an einen nehmen. Salognir, Sil Grodova Ulza. Slam. Ach. Stimmt, so war es der. Damage machen? Nein, er holt jetzt ihn. Genau. Schön mit der Faust. Ihr habt es geschafft. Schön mit der Faust. Wartet, etwas geht da vor sich. Ihr Götter im Himmel. Also ich kenne das schon, weiß ja nicht, wie es dir geht, Bruder. Könnte man das lernen, aber irgendwie. Es stimmt, nicht wahr? Ihr seid wirklich ein Drachenblut. Ja, und ich plündere jetzt diese Leiche. Schau mal. Mehr Leichen? Entschuldige kurz. Ja, also ich muss nur. Nur kurz looten. Jetzt können wir reden. Jetzt habe ich gelootet. Ich schulde euch einige Antworten, nicht wahr? Nee. Nur zu. Was immer ihr wissen wollt, ich verheimliche euch nichts. Das weiß er nicht. Ich bin eines der letzten Mitglieder der Klingen. Ach, die Klingen, ja. Vor langer Zeit waren die Klingen Drachentöter. Und wir dienten dem Drachenblut, dem größten Drachentöter. Seit 200 Jahren. Seit dem letzten Drachenblutkaiser suchen die Klingen nach einer Aufgabe. Nun, da die Drachen zurückkehren, liegt unsere Aufgabe wieder klar vor uns. Wir müssen sie aufhalten. Absolut gar nichts. Ich war ebenso überrascht wie ihr, diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden. Wirklich? Wo? Interessant. Derselbe Drachen. Verdammt, wir stochern hier im Dunkeln. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Zuerst müssen wir herausfinden, wer hinter den Drachen steckt. Die Talmoor sind unsere heißeste Spur. Wenn sie nicht selbst dahinter stecken, dann wissen sie zumindest, wer es tut. Vor dem großen Krieg unterstützten die Klingen das Kaiserreich gegen die Talmoor. Unser Großmeister hielt sie für die größte Bedrohung für Tamriel. Damals stimmte es. Vielleicht stimmt es immer noch. Also bekämpften wir sie im Verborgenen in ganz Tamriel. Wir dachten, mit ihnen hätten wir leichtes Spiel. Wir haben uns geirrt. Nichts Handfestes, noch nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es niemand sonst sein kann. Das Kaiserreich hatte Ulfric schon gefasst. Der Krieg war praktisch vorüber. Dann greift ein Drachen an, Ulfric entkommt und schon geht der Krieg wieder los. Und nun greifen die Drachen überall und jeden an. Himmelsrand ist geschwächt. Das Kaiserreich ist geschwächt. Wer außer dem Talmoor hätte sonst etwas davon?
Die Fraktion, die den Altmeribund beherrscht. Die, die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Wir müssen herausfinden, ob die Talmor hinter der Rückkehr der Drachen stecken. Wir müssen irgendwie in die Botschaft der Talmor gelangen. Das weiß ich wieder, dieser Reinschleichen-Scheiß. Das weiß ich noch nicht. Ich habe ein paar Ideen, aber ich brauche Zeit, um alles zu organisieren. Kann ein anderer machen. Treffen wir uns in Flusswald. Wenn ich bei eurem Eintreffen noch nicht zurück bin, wartet auf mich. Ich brauche sicher nicht lange. Behaltet den Himmel im Auge. Die Dinge können nur noch schlimmer werden. Oder einfach unsichtbare Schichten. Salut mir. Oh, warte mal. Der war ja irgendwie. Amulett von Talos. Wartezeit zwischen Schreien vermindert 27%. Geil. Warum immer der sowas hatte. Aber okay. Wie siehst du das Problem mit? Was kann meine aktuelle Kette? Kette. Die Gesundheit. Boah. Jetzt hat man, glaube ich, gerade einmal den Arsch gerettet. So, noch ist das cooler, sagen wir es so. Dieses Gutshaus hier ist ja auch süß. Ja, du gehst da oben. Oder was auch immer das jetzt ist hier. Dampf. Hallo. Wenn wir schon mal da sind, gleich mitnehmen. Sehr gut. Weiter. Hi. Na toll. Noch ein Wanderer. Wenn ihr Met dabei habt, seid ihr hier willkommen. Wohl unter das Gemeine. Selbst wenn nicht, seid ihr immer noch willkommen. Ein Fremdling? Kein Grund, in Kühnesheim anzuhalten. Zieht weiter. Ich gebe gern etwas von dem weiter, was ich weiß. Ah, Änderungsmagie. Ja, nein. Aber cool, dass es dich gibt, Schwester. Cool, dass es dich gibt. Da ist übrigens nichts. Das ist schon... Okay. Der macht das wahrscheinlich noch nicht so lange. Okay.
Gerade nebenher mal ein bisschen WhatsApp gecheckt. Ach, das war der Stuhl. Fühlt ihr euch krank? Ich erzähl mir, ich sei krank. Bist du behindert? Siehst du halt auch nicht aus? Bist du auch nicht? Ich sehe nicht krank aus. Bin ich auch nicht. Leute, Phänotyp. Geschafft. Und du? Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt. Und wir hatten die Sägemühle schon in Betrieb genommen, als wir... Also können wir sie nicht fällen. Darum suchen wir uns in der Tundra zusammen, was wir nur können. Armes Döf-Döf. Ihr habt's schon echt schwer, ne? Eigene Mine und so ist schon echt blöd. Viel Verantwortung auch, ne? Naja. Das ist schon echt schlecht. Ohne meine blöde Schwester wäre ich gar nicht erst hier. Tja, was sag ich denn jetzt dazu? Blöd, ne? Wird mir auch stinken, du zu sein, Hallo? Hallo, Lydia. Schmelzer? Oh, so viele Lockpicks war ja nicht. Arbeit ist ein hartes Brot, aber wir zahlen einen anständigen Preis für das Erz, das ihr schürft. Aha. Ja, nee, ich benutze es vielleicht erstmal für mich. So, was ist das hier jetzt für eine schnuckelige Taverne? Hm? Was steht hier dran? Braidwood Inn. Düsterwald. Ich meine, es ist zwar schön, dass die alle so ähnlich aussehen, aber... Hi. Idra. Oh. Bist die von eben? Armer Roggi. Wenn ihr etwas Gutes tun wollt, kauft dem Nord einen Met. Er hat ihn nötig. Auf Wiedersehen. Okay. Na, hier geht ja nicht so der Bär, ne? Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Mal das ablegen, das wäre vorher keinen Arsch hier. Tada! Ding-de-ling-de-ling-de-ling-de-ling. Wo sollen wir jetzt hin? Nach Flussabfall, ja. Ist das ein Düsenjet? Das klang doch gerade voll nach einem Düsenjet, oder? Ulkig.
Goblin-Helm. Stank und weigert euch, den Sturmmänteln zu helfen. Aber wir haben uns auf keine Seite geschlagen, weil es nicht unser Kampf ist. Hey, vielleicht helfen diese Grauhäute nicht beim Krieg mit, weil sie kaiserliche Spione sind. Kaiserliche Spione? Das kann nicht euer Ernst sein. Vielleicht statten wir euch heute Nacht einen Besuch ab, kleiner Spion. Wir haben Möglichkeiten herauszufinden, wer ihr wirklich seid. Hasst ihr die Dunkelelfen? Wollt ihr uns tyrannisieren und vertreiben? Dann seid ihr in der falschen Stadt. In Windhelm herrschen Vorurteile und beschränktes Denken. Eine solche Stadt ist eurer nicht wert. Zieh doch woanders hin. Das ist nichts Neues. Den meisten Nord in Windhelm sind wir egal. Aber Rolf ist bei weitem der Schlimmste. Er betrinkt sich und läuft durch den grauen Bezirk, während er uns am frühen Morgen mit Beleidigungen überzieht. Wirklich charmant. Manche Nord suchen nach allen nur erdenklichen Gründen, um uns verachten zu können. Und sie hassen nicht nur die Dunkelelfen. Auch die Argonier haben sie im Visier. Eigentlich ist für sie jeder Nicht-Nord freiwillig. Dann muss ich sie wohl mal... Bis zum nächsten Mal. Übers Knie legen. Den Katzenpelz runterrutschen. Calixtus Haus der Kuriosität. Habt ihr euch verlaufen? Ich will Kuriositäten sehen. Oh, du bist ja kurios, Anne. Ist alles in Ordnung mit euch? Ihr, meine Schwester und ich haben einen bescheidenen Geldbetrag. Auf der Reise durch Tamriel. Meine Schwester, ich glaube, sie wäre glücklich in dem Wissen, dass unsere Sammlung alt und jung ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Okay. Das habe ich gar nicht mehr im Sinn hier. Ja, das Einzige, was ich so ein bisschen tatsächlich so generell auch doof finde, ist, dass man hier zwar irgendwie so, ja, Namen hat, sag ich mal, für Behausung, aber manchmal nicht so ganz klar wird, was das ist. Man jetzt stimmt das also, was alle sagen? Mischwarenhändler. Aventino führt das schwarze Sakrament und durch. So weiter. Er versucht, die dunkle Bruderschaft zu rufen. Harald Rain. Ja. Ach ja, Weißt du Bescheid? Tempel von Danus. Tempel. Friedhof. Das klingt nach einer Schmiede zumindest. Sieht richtig aus. Lull. Was ist die Werkbank?
Oh. Händler. Ich würde mehr reisen, aber wer will sich in diesen Zeiten schon mit all den Soldaten herumschlagen? Oh, etwas hiervon, etwas davon. Oh. Bogen. Hast du so da? Das ist auch den Krempel, den ich dir gerade gegeben habe. Danke, dass ihr hier einkauft. Mir gehört der Frostdistelhof außerhalb der Stadt. Ehrliche Arbeit. Ihr seht nicht gut aus. Wie das, was ihr hier seht. Oh. Einen guten Tag euch.